Hallöchen, Leute. Ja, es mag jetzt ein bisschen komisch kommen. Ihr werdet euch jetzt sicherlich denken, what the fuck? Wo warst du so lange? Und ist alles okay bei dir? Und was ist mit deinen Videos los? Hast du überhaupt Lust? Bist du verstorben? Nein, ich bin nicht tot. Wie ihr sehen könnt, geht's mir noch einigermaßen gut. Aber das hält sich auch in Grenzen. Bevor ich aber anfange und ich werde euch alles, alles erstmal alles erzählen, was passiert ist. Und was momentan abläuft, etc. Aber zuerst mal sage ich was zu dem Hintergrundvideo, denn hier seht ihr, wie ich gerade Sona mitspiele. Ein League of Legends Game. Und das habe ich mal schnell aufgenommen, um ein bisschen Hintergrundvideo zu haben. Aber um ehrlich zu sein, ist das Game recht interessant, weil ich bin gerade auf so einem kleinen Trip von wegen, jeder Champ kann überall gespielt werden. Und hier zeige ich euch mal ein wunderbares Beispiel daran, wie unfair Sona mit sein kann. Also ihr werdet zum Teil sehen, was für einen riesen Burst ich raushaue. Aber ja, für die unter euch, die League of Legends nicht schauen, ich habe doch sowieso gerade meine Stimme drin, also hört stattdessen der zu. Aber ja, was ist mit mir passiert? Zuerst einmal finde ich süß, wer alles geschrieben hat. Also ich habe ja Nachrichten bekommen etc. Von wegen, oh, Exus, wo bist du? Wann kommt das nächste Video? Und was ist hier überhaupt los? Und wir sind alle traurig, dass du weg bist. Und es ist auch eine recht lange Zeit her. Soweit ich weiß, kam das letzte Video letztes Jahr, also vor genau einem Jahr. Und ja, es ist eine lange Story, eine sehr lange Story, weswegen ich auch so lange gewartet habe damit, um es euch zu erzählen. Außerdem sorry, falls ich ein bisschen kaputt klinge. Das liegt unter anderem daran, dass mein Schlafrhythmus gerade ein bisschen komisch ist. Also bin sehr oft sehr spät schlafen gegangen und dann habe ich mir gedacht, und an einem Tag denkt man sich dann so, weißt du, bleibst du einfach auf und dann gehst du am nächsten Tag früh schlafen, dann kannst du deinen Schlafrhythmus wiederherstellen. Das habe ich gemacht und bin heute um sage und schreibe 4:15 morgens aufgewacht und war hellwach und fit. Das zieht sich über den Tag natürlich dann ein bisschen zurück, im Sinne von, man ist dann mittags ein bisschen müde, aber es ist okay, ich komme zurecht. Es war gestern schlimmer. Aber ja, auf jeden Fall, ihr hört auch, ich habe ein neues Mikro. Ich habe es mir endlich mal angeschafft und wollte mal schauen, wie es ist, ein Studio-Mikro zu haben. Und ja, ihr hört schon, das ist recht sexy, wenn man ganz nah rangeht und Dinge sagt, die recht erotisch klingen. Und da kriege ich die JSQ in die Fresse. Aber ja, ihr seht, ich habe in dem Game, nur so für diejenigen, die sich interessieren, für Sona mit, fange ich normalerweise immer mit Boots an, weil ich meistens Gegner habe, hat aber irgendwas damit zu tun, dass ich meistens Gegner habe, die Skillshots haben, etc. Sowas wie Jace oder Zed oder sowas. Gegen die kann man meistens Boots anfangen. Und natürlich fange ich mit vollkommen Mana-Pots an, einfach weil ich den Sustain habe. Also wenn man Mana-Pots hat permanent, dann hat man eigentlich einen wunderbaren Sustain. Man kann sich selber heilen, kann Schilde geben, etc. Also komme ich wunderbar damit zurecht. Aber ja, zurück zu dem. Warum habe ich so lange gefehlt? Hui. Also, wo fange ich da erstmal an? Also zuerst einmal, ich habe in einer größeren Stadt studiert, und zwar Lehramt. Und ein paar von euch haben mir gesagt, ja, ich kann mich voll als Lehrer vorstellen, ich will dann, dass du zu uns kommst. Da muss ich euch leider schlechte Nachrichten überbieten. Ich habe das Studium abgebrochen. Unter anderem davon, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was ich für mein Leben wollte und was ich für mein Leben geplant habe. Und das habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich bin nicht sehr weitergekommen, aber das hat nicht nur damit zu tun, dass ich den ganzen Tag zocke, wie es alle denken, aber also nicht wir alle, sondern ich meine Angehörige etc. Aber das hat weniger damit zu tun, als dass mir wurde das nicht richtig eingeflößt. Wenn man auf dem Gymnasium ist, dann hat man meistens immer diese Sicht so von wegen, oh, du bist auf dem Gymnasium, du kannst studieren. Aber ich habe sehr oft gedacht, ja, ich bin besser als andere, weil ich auf dem Gymnasium studiert, also dem Gymnasium Abitur gemacht habe, obwohl mein Abitur jetzt nicht überragend war, aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe immer gedacht, studieren an sich wäre das, was ich will, und das war es nicht. Und es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer für sein Leben herauszufinden, was man will, vor allem wenn man, wie ich, immer Angst davor hatte, sein ganzes Leben lang damit zu verbringen, arbeiten zu gehen und zu leben, weil man da ist. Und die zweite Sache ist, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich krank bin. Und damit meine ich nicht krank im Sinne von, ja, du hast einen Schnupfen, du kannst nicht arbeiten gehen, sondern krank im Sinne von,
Ich zeige sehr starke Symptome von Depression. Und ich kann euch mal erklären, wie das ist, Depression zu haben. Für diejenigen unter euch, die das nicht wissen, das ist nicht im Sinne von, man ist mal traurig und also man ist dauernd traurig wegen allem. Im Gegenteil, es ist eher so. Und ja, ihr seht dann schon, was für schöne FPS ich habe. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich werde es euch gleich erzählen, warum ich ein bisschen schlechtere FPS habe. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich Ahnung, warum, aber hat ein bisschen was mit meinem PC zu tun. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe Symptome der Depression und die zeigen sich folgendermaßen: Man fühlt sich leer, obwohl man eigentlich Gefühle zeigen sollte. Übrigens der Jace Burst. Wunderschön, er hat es nicht erwartet und ich finde es noch schöner, wie ich dem Sinsau immer noch entkommen kann und der Sinsau ganz spontan entscheidet, oh nee, lohnt sich nicht. Und weil ich ganz genau weiß, dass die meisten Leute in meiner Elo allesamt dann versuchen, mich unter dem zweiten Tower zu diven, habe ich mich schön an den dran gestellt und bin bereit, im richtigen Moment zu ehen und wegzugehen. Aber ja, das fühlt sich ungefähr so an. Man ist leer und das den ganzen Tag über und man zeigt keine Emotionen zu Sachen, die man eigentlich Emotionen zeigen sollte. Das heißt also, man könnte fast sagen, es sind einem Sachen egal, die eigentlich gar nicht egal sein sollten. Man weiß ganz genau, eigentlich sollte dir das nicht egal sein. Warum zum Teufel bist du da so egal? Also warum bist du da so gleichgültig? Und das hat das alles damit zu tun, ich fühle mich leer. Ich habe mich leer gefühlt und das ging so weit, dass ich jetzt durchaus was dagegen unternehmen muss. Für alle, die jetzt denken, ich wäre, also momentan geht's mir gut, es ist alles okay momentan. Aber, oder zumindest, ich sag nicht alles okay, sonst würde ich lügen, aber es hat sich ein bisschen gelegt. Ich komme momentan recht gut zurecht, vor allem, weil ich ja nicht alleine bin, sondern ich habe ja meine ganzen super tollen Freunde, die übrigens immer noch da sind. Die sind allesamt noch da und wir haben unsere Gruppe und ich finde das super. Das ist eine der Sachen. Mein Studium ist abgebrochen. Ich bin bis vor kurzem, habe ich Vollzeit gearbeitet, weswegen ich auch sehr wenig Zeit hatte, um überhaupt zu überlegen, Videos zu machen. Warum ich keine Videos gemacht habe bis jetzt, ist, die Motivation für alles war weg. Meine Motivation für Videos machen, warum das überhaupt einen Sinn hat. Einmal, weil ich unter anderem wegen einem Netzwerk, bei dem ich noch dabei war, und zwar das IDG-Netzwerk, für diejenigen, die sich noch erinnern, die haben mich immer noch nicht aus ihrem Netzwerk gelassen, bis heute nicht. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen Anspielung an Ungespielt etc. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, die haben mich nicht scheiße behandelt, aber es ist halt so, man will aus dem Netzwerk raus. Und übrigens, ich habe nie gewusst, warum ich Sicht auf diesen Sinsau hatte. Der war irgendwie im Fog of War und ich habe ihn trotzdem gesehen und ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich wurde gewarnt und habe mich bereitgestellt, um im richtigen Moment zu ulten und zu bursten. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wo war ich denn jetzt? Also auf jeden Fall, ich bin Vollzeit arbeiten gegangen und hatte keine Motivation für gar nichts. Und dazu ging es auch noch, dass ich mich von kleinsten Dingen habe demotivieren lassen, wie zum Beispiel mein PC hat verrückt gespielt, beziehungsweise habe ich gemerkt, dass irgendwas mit meiner Festplatte nicht stimmt und mein PC nicht richtig aufnehmen kann. Ich konnte Minecraft nicht mehr anständig aufnehmen, ich konnte die meisten Spiele nicht mehr aufnehmen. Wie ihr aber seht, habe ich es durchaus hinbekommen. Übrigens, dieser Jace wurde wunderbar gebaitet. Ich wusste ganz genau, dass ich überlebe und nein, du hast dich auch verrechnet. Sorry. Aber ja, die verschiedenen Dinge konnte ich nicht mehr aufnehmen, aber ihr seht ja, Leute, vielleicht sonst kannst du aufnehmen. Was ist denn los? Naja, also ich musste wieder zurücksteigen auf das Fraps-Programm. Ich habe davor, für diejenigen unter euch, die Minecraft gucken, die kennen das bestimmt, ich habe DxStory benutzt in den meisten Fällen. Und DxStory lief folgendermaßen ab. Ich habe es benutzt, weil es einfach ein besseres Programm ist als Fraps. Es hat viel mehr Funktionen etc. Aber man kann nicht mehr die Dateien splitten, wie es Fraps konnte, also in 4 GB Files, die wunderbar ist für eine Festplatte, die bei mir falsch geformatiert ist, also nicht falsch, aber halt unpassend formatiert ist, wobei ich da keine Dateien drauf machen kann, die größer sind als 4 GB, also deswegen habe ich noch die neue Festplatte geholt, mit der ich dann aufnehmen konnte und stellt sich raus, die Festplatte war nicht so ganz High Quality. Die ist nämlich dann mittlerweile ziemlich langsam und beziehungsweise ziemlich viel Aussetzer. Und da gab es also viel Probleme. Ich habe FPS-Probleme gehabt, obwohl mein PC wunderbar damit zurechtkam. Dumme Sache.
Aber ja, die ganzen Sachen haben mich zurückgezogen. Dann, wie gesagt, wenig Zeit, weil ich Vollzeit gearbeitet habe und habe ein bisschen Geld angeschafft. Denn finanzielle Probleme hatte ich in dem Studium auch, weil ich permanent dem BAföG hinterherrennen musste. Und in bürokratischen Dingen war ich schon immer ziemlich faul. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Scheiße ist. Sich um irgendwas bürokratisch zu kümmern, Formulare ausfüllen etc. ist überhaupt nicht mein Ding. Und ja, das sind diese ganzen Sachen. Dazu auch noch, falls ich mir noch erinnern kann, im letzten Jahr hatte ich eine Person in meinen Videos, die hieß Chai-Chan. Und, oh, hi Nida. Und diese Person, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich war mit dieser Person in einer Beziehung. Und ich will jetzt sie nicht als schlechte Person darstellen, das ist sie nicht wirklich, aber ich habe doch gemerkt, die ganzen Personen, mit denen ich jeweils in meinem Leben zusammen war, haben mir nicht wirklich Liebe gezeigt, beziehungsweise ich war nicht so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber sie waren nicht die richtigen Personen für mich und ich war schon immer derjenige, der dann, krampfhaft an Beziehungen halten konnte, die, eigentlich nicht hätte funktionieren sollen und nicht nur, dass ich diese Beziehung hatte, die ging relativ lange sogar. Die ging, glaube ich, 3 Monate oder sowas. Und danach hatte ich auch noch eine Beziehung. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil, wie gesagt, da war ich ja schon weg vom, in Anführungszeichen, Fenster. Und die lief auch nicht. Und das sind alles so Dinge. Ich möchte jetzt nicht groß drauf eingehen, warum die kaputt ging. Also warum konkret, was die Personen falsch gemacht haben oder sowas. Es geht eher allgemein jetzt um die Sache, dass Ich habe ziemlich viele Rückschläge erlitten und diese Rückschläge haben, wie gesagt, das auch noch verstärkt, dass ich dann halt keine Motivation gefunden habe. Und ja, ich weiß es nicht, was ich da jetzt noch antworten soll, außer dass es mir sehr leid tut, dass ihr alle so wenig, also dass ihr euch darauf gehofft habt, dass ich, nachdem ich gesagt habe, dass ich wieder Videos mache, da keine gemacht habe. Und es ist alles sehr schwer für mich. Es war nicht leicht, jeden Tag daran zu denken, dass ich euch ja alle sozusagen alleine lasse. Wobei, es ist ja jedem YouTuber selber überlassen, wann er und also wie oft und wann er Videos macht, aber es ist schon besser, sein Publikum Bescheid zu sagen und zu sagen, ja, Leute, tut mir leid, aber ich schaffe es nicht mehr. Momentan. Jetzt ist es auch nicht wieder zurückgängig zu machen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Denn ihr werdet schon sehen, wie die Sona mit erstmal Snowball, wenn man ein bisschen an Items zusammen hat. Für diejenigen unter euch, die League of Legends spielen, als Sona gehe ich zuerst, weil ich ein Auto-Attack-basierter Mage bin sozusagen, gehe ich zuerst auf Lichbane. Wobei es eigentlich schlau ist, vor allem in der Situation, dass das komplette Gegnerteam ARD ist. Also sie haben Darius auf Top, sie haben Jayce in der Midlane, die haben Vayne auf der Botlane und auch noch außerdem sind Zhao, der auch auf Auto-Attack und Attack-Damage basiert ist. Und deswegen ist es eigentlich schlau, auf Sonias zu gehen. Gehe ich dann noch später, aber jetzt noch nicht. Ich kaufe mir stattdessen das Lichbane, das dann direkt verfügbar ist. Und ja. Jedenfalls Vollzeitarbeit bei einem Bekannten, in Anführungszeichen, sag ich mal. Und es gab viele Probleme bei mir in der Familie. Und man fühlt sich alleine bei einer Depression. Egal, wie sehr die Leute einen unterstützen, man fühlt sich immer alleine. Und obwohl ich weiß, dass die ganzen Leute aus meiner Gaming-Community allesamt bei mir sind, jeden Tag, fühlt man sich trotzdem alleine. Aus dem einfachen Grund, by the way, Jayce plays gleich, also meine Plays gegenüber Jayce, das wird schön. Flashy Flash und der Angriff. Und zwar, da noch kommt Zinsao und jetzt warte ich auf den richtigen Moment und ulte im richtigen Moment, um beide zu erwischen. Und was sagt man dazu? Ein Double Kill für mich. Aber ja. Ich werd gern abgelenkt, um ehrlich zu sein, falls jetzt irgendeiner von euch sagt, ja, kommen wir mal zum Punkt. Ja, nee, das Video ist 20 Minuten lang. Ich glaube nicht, dass ich so schnell auf den Punkt komme. Aber ja, ein paar News. Keine Sorge, ich habe Rebirth gespielt. Keine Sorge, ich habe es mitbekommen. Ich habe mehr als genug Rebirth gespielt. Außerdem bin ich fleißig an Dark Souls gerade. Dark Souls 2 habe ich auch mal wieder angefangen. Und League of Legends spiele ich auch jeden Tag. S4 League, was soll ich sagen? Also, da ist auch ein bisschen Story. Und zwar, ich habe, nachdem das S4 League Let's Play sozusagen aufgehört hat,
habe ich es vorliegt, fast gequittet, sagen wir mal, aber nicht aus Protest, sondern einfach, ich hatte keine Lust mehr darauf. Es war wahrscheinlich ein Burnout oder sowas, weil ich so viel davon Let's Played habe. Und auch ein bisschen der Gedanke, ja, die ganzen Leute haben schon mittlerweile gesagt, es sind zu viele Clan-Events, also nicht Clan-Events, wie nennt man das? Die Community-Events, und die Leute sind ein bisschen so überfüttert davon gewesen. Und das war alles so der Faktor, warum ich dann gesagt habe, nö, es vorliegt jetzt nicht mehr. Und ich habe es lange Zeit weggelegt. Ich habe lange Zeit es vorliegt. Autsch. Lange Zeit es vorliegt zur Seite gelegt und habe es überhaupt nicht mehr gespielt. Und dann kommen wir wieder zurück zu meiner, in Anführungszeichen, letzten Beziehung. Was nicht nur Anführungszeichen, sondern richtige letzte Beziehung, die mich wieder zurück zu es vorliegt geführt hat, sozusagen. Ich habe mir gedacht, weißt du was, für die Person kann ich doch durchaus mal nochmal es vorliegt spielen. Und das habe ich dann letztendlich auch getan. Wir haben mehrere Mal es vorliegt gespielt und ich habe es wieder angefangen. Und es macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, als ob ich permanent es vorliegt aufgehört habe. Aber ich werde in Zukunft aufpassen, ob und wie oft ich jetzt ein Let's Play davon mache. Wenn ich dann überhaupt wieder anfange, Videos zu machen. Das möchte ich auch sagen. Und zwar, selbst nach diesem Video, erhofft euch nicht, dass ich jetzt in nächster Zeit sofort morgen anfange, wieder Videos hochzuladen. Ich wollte euch nur aufklären, erstmal. Aber ihr dürft Hoffnung haben. Es ist jetzt nicht so, als ob ihr auch sagen könnt, ja, nö, er hat jetzt gequittet und das ist das Abschiedsvideo. Nein, es ist nicht. Ich bin noch da und die Motivation ist momentan in diesem Zeitpunkt, die kann schnell wieder weg sein, aber die ist in diesem Zeitpunkt eigentlich noch da. Wobei ich auch sagen muss, dass sich dann mich auch sehr oft dazu gebracht hat, ein bisschen was zu machen. Er hat auch gesagt, los, mach ein Video und guck doch mal, ob es sich ein bisschen aufheitert. Und dafür bin ich ihm auch dankbar. Und ich hoffe, dass ich ein paar der Faktoren beseitigen kann, im Sinne von vielleicht meine Festplatte austauschen. Ich habe ja momentan richtig viel Geld, also ziemlich viel Geld angespart, ob ich die Festplatte austauschen kann, ob ich es hinkriege, dass eventuell die alte Festplatte wieder funktioniert, keine Ahnung, ob ich ein bisschen was abändere, aber jedenfalls, ich versuche es hinzukriegen. Und by the way, es war richtig greedy von mir, wo ich ganz genau gewusst habe, dass die Aurelia dann im letzten Moment hinspringt und mir den Kick klaut, also in Anführungszeichen Kick klaut. Ich meine, das ist mir eigentlich egal. Ich stehe sowieso 5-1, aber ich meine, das war ja jetzt von Aurelia nicht wirklich nötig, da hinzuspringen. Ich hatte die Sirene im Griff. Und hier wurde ich gecatcht. Dann habe ich gemerkt, ah, scheiße, stimmt ja. Darius hat ja eine Hook. Aber ja, ist eigentlich egal, weil unser gesamtes Team ist gerade am richtig rollen, deswegen den restlichen Teamfight total stompen. Das heißt, also, es war nicht allzu schlimm. Und ab jetzt fängt auch der Part des Videos an, wo wir die Teamfights beginnen und wo es so richtig losgeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute, außer es tut mir leid, dass ihr so lange gewartet habt. Und jedenfalls, jetzt kommen wir zu den richtigen Neuigkeiten, was ich denn jetzt vorhabe. Was hast du denn jetzt vor, Axis? Also, zuerst einmal, ich werde natürlich versuchen, ein bisschen Motivation zu schaffen. Und werd erstmal so die Antwort von euch abwarten, wie viele denn noch da sind. Ich habe nämlich gemerkt, die ganzen Leute, die haben gar nicht. Also normalerweise, das stelle ich mir immer vor, wenn du ein bisschen, wenn man als YouTuber ein bisschen Inaktivität hat, dass die meisten Leute deabonnieren, weil sie denken, es kommt nichts mehr. Aber ihr seid alle treu geblieben, sehe ich gerade, weil ich habe kaum Abonnenten verloren. Im Gegenteil, sie sind eigentlich richtig hochgegangen. Und das freut mich ein bisschen, weil das ist schon recht cool, wie loyal also so eine Viewerschaft sein kann. Und ich lebe in einem Großfamilienhaus, also hier ist so ein großes Haus, das ist eigentlich recht leer, aber es ist ziemlich alt. Und wenn da ein LKW vorbeifährt und so, dann rüttelt das gesamte Haus, das hört man total. Aber ja, was hast du jetzt vor? Ich versuche, Motivation zu schaffen. Ich versuche mir, die Faktoren ein bisschen zu beseitigen. Und jetzt kommt der Part, der mir so ein bisschen schwerfällt, das zu sagen. Und zwar, ich wollte das eigentlich nie tun, ehrlich gesagt. Aber für die unter euch, die es wirklich wollen, und ich will niemanden dazu zwingen, und ehrlich gesagt, wie gesagt, ich fühle mich ein bisschen schlecht deswegen, aber ich gebe euch meine PayPal-Adresse. Und für diejenigen unter euch, die wirklich, wirklich, wirklich davon überzeugt sind, dass sie mir was Gutes tun wollen, die dürfen Geld spenden. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Das ist die PayPal-Adresse. Ihr geht einfach auf PayPal und gibt sozusagen Geld senden an, direkt auf eine E-Mail-Adresse, und könnt dann Geld überweisen, beziehungsweise übertragen eigentlich. Das ist ja PayPal und kein normales Konto. Nur für diejenigen unter euch, die Geld haben und glauben, dass es bei mir besser aufgehoben ist, ihr müsst es nicht, auf keinen Fall. Am meisten bedeutet es mir, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, also keine Ahnung, das, was ihr auf dem Herzen habt. Was habt ihr auf dem Herzen?
was ihr mir sagen wollt. Ihr dürft auch gerne sowas schreiben wie, ja, Exis, es ist schon scheiße, was du getan hast, dass du so lange weg warst und hast uns nicht Bescheid gesagt und das ist versprochen und das nicht. Ich habe viele Dinge falsch gemacht. Nicht nur bei euch, ich habe viele Dinge falsch gemacht. Und ich fühle mich aber auch ein bisschen gut zu wissen, dass ich mal wieder eine Verbindung zu euch habe jetzt. Also, ich habe jetzt gerade das Video nicht mehr am Laufen. Deswegen, guckt euch noch den Rest an. Naja, wie gesagt, ich würde mich über Feedback freuen und alles Mögliche. Nochmal hier meine E-Mail-Adresse für diejenigen unter euch, die wirklich spenden wollen. Und wir sehen uns dann in geraumer Zeit wieder, würde ich sagen. Danke für alles, Leute. Wir sehen uns. See ya. Blind away.
A blind duet. Your team has destroyed a turret. A symphony of justice.